Erkennen, erwachen, verändern. Heute wird es aus meiner Sicht eine Mega-Sendung werden. Warum? Weil Ken Jebsen, den ich sehr schätze, hat in seiner letzten Sendung eins gesagt, Me, Myself, Media. Er glaubt, wo er quasi gesagt hat, er wird erstmal eine mega lange Pause einlegen. Es hat sich angehört, also wo er ganz aufhört, hat gesagt, ich glaube, die Messlatte, die muss er mit beiden Händen machen, mit der rechten kann ich es ja nicht machen, sonst kriegt er gleich mal ein Strafverfahren. Die Messlatte, die ist so hoch gelegt worden wahrscheinlich, dass die Leute ihn gar nicht verstanden haben. Lieber Ken, ich kann dir nur sagen, ich verstehe dich, weil eine Gesellschaft, die sich den ganzen Tag mit Belanglosigkeiten auseinandersetzt, die übereinander herfällt, über irgendwelche anderen Dinge, die diesen seichten Konsum sich anschaut, dann meinst du, die können das natürlich nicht verstehen. Ja, und da gehen wir heute direkt rein. Wir blenden aber vorab mal ein Bild mal ein von einem der größten Politdarsteller überhaupt, ohne Propeller am Hals, Karl der Käfer oder auch Karl Lauterbach genannt, wie momentan er optisch aussieht, wenn er nicht in Position gebracht wird. Als Marionette ist es normal, dass man natürlich wie auf einer Bühne natürlich eine Rolle spielt, wo man dann sagt, hey, du machst jetzt mal die und die Sache an. Also in dem Fall seine Fliege, dass man ihn überall erkennt. Aber nee, er ist jetzt mal erkannt worden im Zug. Ohne Maske natürlich, ist ja klar, weil Politiker agieren nun mal nach dem Motto, nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Und an seinem Gesichtszustand kann man wirklich genau erkennen, was im Bewusstsein dieses Mannes abläuft. Wie versprochen gehen wir jetzt komplett rein in die Thematik, die ich viel spannender finde. Momentan ist die Gesellschaft ja zerrissen wie nirgendwo jemals zuvor. Impfen, also die Zeugen Coronas, die sagen impfen, impfen, impfen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die anderen, muss man sagen, die sagen, hey, du stirbst, wenn du geimpft wirst, ganz schlimm. Ich will eigentlich dich davor retten. Die Leute sind natürlich in einer Minderheit, wie in einer Religion nun mal so üblich ist. Bei all dem wird aber eins massiv übersehen, dass es nichts anderes war, Corona, als ein trojanisches Pferd. Und die Leute, die lange mein Format verfolgen, da muss ich jetzt, um es nochmal in Erinnerung zu holen, einen Artikel von mir aus dem 28.02. letzten Jahres, Geheimplan der Regierung. Dieser Artikel, da gehen wir wirklich jetzt mal direkt rein, weil es mir wichtig, wir sind selber heute mal ins Archiv reingegangen, dachte ich, das ist Wahnsinn. Der Artikel, Dankeschön an den Mainstream, ist dafür verantwortlich, warum korrektiv alle, also aus allen Dreckslöchern kamen sie alle raus. Die Ratten und Hyänen, wie sie alle hießen, die ganzen Mainstream-Blätter plus Bild-Zeitung, die damals vor meiner Türstürme geklingelt hat, es kamen alle. Also Heiko Schrang, der nicht so bekannt war, war immer extrem bekannt, aber alles hat mit diesem Artikel angefangen. Weil man hat versucht, mit dem Vorschlaghammer den Tod zu schlagen. Warum? Weil da stand minutiös alles drin, was wir jetzt alles haben. Und das zu einer Zeit, wo es noch gar nicht überhaupt eine Diskussion über Impfung gab und gar nicht, null nichts. Man hat also alles versucht, den zu verbieten damals. Hat man ja auch geschafft. YouTube rausgeschmissen innerhalb von Minuten. Unser Shop wurde Hackerangriff haben wir bekommen. Unsere Homepage war nicht abrufbar und so weiter und so fort. So, was die aber nicht beachtet haben, ist, dass Wall Street Online, da war ich noch als Autor tätig. Im Endeffekt ist es eine Börsenseite, wo politisch keiner groß reinguckt. Deswegen haben wir da hochgeladen. Nur dort war der Vortrag drauf und der hat bis heute immer noch sage und schreibe 460.000 Aufrufe. Ist extrem viel für so einen Vortrag, für einen kleinen Artikel. Und da geht es um eine Passage. Da ging es minutiös, da ist ein Plan dahinter steckt, wie das alles vorkommt und was passiert. Da haben wir geschrieben, im Rahmen von notwendigen Schutzmaßnahmen können zudem das Grundrecht der Freiheit der Person, Artikel 2 Absatz so und so. Und die Versammlungsfreiheit, Artikel 8, eingeschränkt werden. Neben diesen direkt vom Amtsarzt anzuordnenden Maßnahmen kann das Bundesministerium für Gesundheit durch eine Rechtsverordnung anordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wodurch das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Artikel 2 Absatz 2, eingeschränkt werden kann. Das ist natürlich der Hammer, liebe Leute, weil darum geht es, dass wir den Anspruch haben, auch in dem Sendeformat, die Latte hochzulegen. Und es tut mir wirklich leid, das sagen zu dürfen, die Leute, die immer einen Heilsbringer brauchen und sagen, ja, der wird es schon für uns erledigen. Naja, die sind falsch bei uns.
hier ist die Zeit, wo es ans Eingemachte mittlerweile geht, ans Eingemachte, wo man die Ärmel hochkrempeln muss und mal drüber nachdenkt, mal hinterfragt, was steckt dahinter? Und nicht wie im Mittelalter hinterherrennen, bloß weil die Kirche sagt, ja, Gott hat uns gerade bekannt gegeben, ihr müsst jetzt mehr Abgaben leisten und deswegen mag er euch und so weiter, sondern die wirklich hinterfragen. So, was ist wichtig daran? Wir wissen, dass Klaus Schwab und die anderen Globalisten, die der Meinung sind, so ähnlich wie bei Goldfinger, bei den ganzen James-Bond-Filmen, da gibt es ja diesen Bösewicht, also die absoluten Bösewichte, die ja wirklich die Welt unter sich aufteilen. Aber das Ziel, Corona ist ein Witz, liebe Leute, darum geht's gar nicht. Deswegen muss ich immer lachen, wenn die jetzt in Gerichten reingehen müssen, jetzt musst du einen Maulkorb tragen, oh, du kriegst jetzt ein Verfahren und bei der Demo kommen die Polizisten und schlagen dann die Behinderten und die armen Frauen zusammen und bei Dynamo Dresden stehen sie so da und rennen wieder weg. Aber ist alles Kindergarten, ist alles Ablenkungsmanöver. Viel wichtiger ist was ganz anderes, dass es um Transhumanismus geht. Und ich muss euch eins sagen, ich habe so oft darüber geschrieben und auch im Telegram, keiner hat jemals reagiert. Keiner. Ich habe mit Freunden und Bekannten gesprochen, die haben gesagt, Heiko, hör doch mal auf, wir sind doch erst nicht bei Enterprise oder bei irgendwelchen Zukunftsfilmen. Die wissen wirklich nichts. Also man muss fairerweise sagen, die Masse der Bevölkerung, liebe Leute, ist komplett unterwegs, aber im Teil der Ahnungslosen, komplett. Und die Ahnungslosen sind auch in der Politik teilweise unterwegs und auch in den Medien, weil die wissen nichts, einfach mal gar nichts, weil sie nur getrieben werden durch Gier, durch ja, Machtgier, durch niedrige Beweggründe. Und da gehen wir direkt ins Thema rein, das nämlich der Spiegel gerade Maschinen können jetzt Gedanken lesen sogar getitelt hat. Und das ist nichts Neues. Warum? Weil darum geht's, liebe Leute, um nichts anderes. Es geht darum, dass wir komplett umgebaut werden. Friedrich Krüger hat es überragend in diesem Vortrag erklärt, was genau, ich bin jetzt kein Mediziner, im Detail in der Zelle abläuft. Deswegen frage ich mich allen Ernstes, wie die Leute, wie die Vollidioten wirklich rumrennen. Ich auch. Wo kommt die Taxe? Endlich habe ich meine zweite Spritze bekommen. Läuft ja draußen ab. Die wissen nichts. Wirklich gar nichts. Warum? Weil wenn von Moderna einer der Akteure am Markt wie BioNTech gesagt hat, einer Top-Wissenschaftler von Moderna, wir hacken tatsächlich die Software des Lebens. Und der Mann hat einen mega Vortrag gehalten. Da steht drin, jede Zelle gibt, in jeder Zelle gibt es diese Sache, die Boten-RNA oder kurz mRNA genannt wird, die die kritischen Informationen von der DNA an unseren Genen an den Protein, an das Protein übertragen, das wirklich das Zeug ist, aus dem wir alle gemacht sind. Das ist die entscheidende Information, die bestimmt, was die Zellen tun, was die Zelle tun wird. Wir sehen es also als eine Art Betriebssystem an. Ist euch was aufgefallen, ihr Lieben? Ken Jebsen heißt ja jetzt Kayvan, mein Freund Ken Kayvan. Der hatte gesagt, die Messlatte, die ist so hoch, dass die meisten Leute unten durchlaufen. Nicht ihr, aber viele, die draußen unterwegs sind. Das heißt, wir haben jetzt Sequenzen euch gezeigt, wo einige sich sagen müssen, Moment mal, kommt mir irgendwie so bekannt vor. Aber deswegen bekannt vor, war gerade wieder der große Plan um die Ecke kommt mit Maulkorb, dass die Leute Maulkorb tragen sollen, weil angeblich wieder um die Ecke eine neue große Virusvariante kommt. Blenden wir mal ganz kurz ein, dass die EMA jetzt gesagt hat, oh, wir geben jetzt grünes Licht für einen neuen Corona-Impfstoff. Aber der wird jetzt funktionieren. Also der wird noch besser als alle anderen sein. Ich erinnere euch noch dran, Corona, ja, ihr müsst zweimal, dann ist alles okay. Nee, jetzt müsst ihr boostern und jetzt kriegt ihr den Dauerbooster-Abo. Interessant ist, dass das jetzt fast 3 Jahre her ist, also 2,5 Jahre genau, wo wir minutiös, detailliert alles aufgerollt haben, was kommen wird. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt eigentlich nur die Leute, die sagen, ich glaube nicht dran, das ist ein Märchen, weil ich habe Angst, ich renne jetzt los mit einem Dauer-Abo, die jetzt 5 Pflaster drauf hatten, wo Döner drauf stand, Currywurst, Hamburger und los für die nächste Tombola. Das ist ja nun erledigt sowieso. Auf der anderen Seite sind ja auch viele aus unserer Szene da gewesen, die sagen, okay, ich habe Angst, ich könnte davon sterben, wenn ich geimpft werde. Aber was wirklich der wahre Plot dahinter war, das haben so gut wie die wenigsten überhaupt gewusst und erkannt. Und das meint natürlich Ken Kayvan mit der Latte, die Latte hochzulegen. Und da sind wir beim spannenden Punkt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das übrigens weitergeht,
kann ich nur empfehlen, guckt mal gleich wirklich weiter, weil im Endeffekt ist alles bis ins Detail schon beschrieben worden von uns, von unserem Sendeformat. Rudolf Steiner ist noch ein Tick weiter als wir unterwegs gewesen, weil er 1917, habe ich noch nicht erlebt, mehrere Vorträge gehalten hat, wo er detailliert, der Gründer der Waldorfschulen, Anthroposophische Gesellschaft, nachgewiesen hat, dass die Seele wird irgendwann mal abgeschafft werden durch einen Impfstoff, den man schon von der Geburt an Babys gibt. Das hatten wir damals alles schon erwähnt. Da haben sie alle nur gelacht. Also der Mainstream, die uns alle angegriffen haben, die ganzen Sendungen. Naja, blenden wir mal ganz aktuellen Bericht ein. Ich glaube, der ist gerade eine Woche alt. Oh, ist ja ein Ding, ne? Impfstoff für Babys ist jetzt da, aber ist ja nur für die gute Sache. Und das Kuriose ist ja, vor fast 3 Jahren, als die Sendung rauskam, die ich euch gerade frecherweise gezeigt habe, die ersten paar Minuten, da gab es noch nicht mal ChatGPT. Da gab es noch nicht mal das Ende der uns bekannten Welt, das Megabuch der Bestseller, wo bis ins Detail alles drinsteht. Alles drinsteht, was passiert, wie das abläuft, bis ins Detail. Wie der Mensch DNA-mäßig umgebaut wird. Und das können wir uns überlegen, wollen wir jetzt wieder 5 Jahre danach hinterherrennen irgendeiner Sache? Oder wollen wir mal gucken, wie die Sache weitergeht? Und deswegen gucken wir mal weiter rein ins Video. Und da schauen wir mal rein, was Klaus Schwab, für mich Goldfinger Teil 2, selber dazu sagt. Gucken wir mal rein. Also für die, die nicht kennen, die hat nichts mit dem Schwab-Versand zu tun. Es gibt ja viele Leute, die sagen, naja, Neckermann habe ich mal bestellt damals. Und irgendwie, glaube ich, bei Schwab auch, hat nichts damit zu tun. Da gibt ein World Economic Congress. Die Jungs sitzen in Davos zusammen, jedes Jahr. Aber geht mal rein in die Thematik selber. Die sitzen zusammen, Bill Gates, Zuckerberg und wie sie alle heißen. Alle, die mit ihren Wahnsinnsfantasien und immer nur das Beste für uns wollen. Und was hat Klaus Schwab dort gesagt? Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Hein? Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Naja, im Endeffekt sagt eindeutig, und das schon 2016, die psychische Welt, die digitale, biologische, wird eins werden. So, die wird eins werden. Und das können wir uns gar nicht vorstellen. Deswegen kann ich euch nur wärmstens empfehlen, auf unseren Kanal zu gehen. Telegram-Kanal Heiko Schrang, haben wir heute ein Video von BBC hochgeladen. Oberhammer. Mehr geht nicht. Da zeigen die richtig, wie ein Mädel im Bett liegt, im Krankenhaus. Eltern besuchen sie. Das Mädel mit den Gedanken scannt alles, kann darüber telefonieren, kann mit allen Interaktionen betreiben. Also quasi der Computer, die Software ist im Kopf drin, über einen Chip implantiert. Die meisten Leute denken immer noch, der ist so groß wie ein Reiskorn. Dabei ist das einfach ein Nanopartikelchen. Könnte sogar sein, dass in den Impfungen die schon drin sind. Was will ich damit sagen? Es geht nur um eins. Es geht darum, der Mensch wird umgebaut. Der wird dann halb Cyber-Mensch, also Mensch und halb Roboter sein. Das ist das Ziel. Und interessant ist natürlich, dass wir alle Teil davon sind. Wir sind also in einem riesengroßen Menschenexperiment, sind wir Teil davon. Und es ist doch normal, wenn wir weggehen davon, dass wir Telepathie im Endeffekt haben. Wir haben Empathie. Das wird uns alles abgeschnitten. Also man kann sagen, die Schnittstelle zu Gott oder die Schnittstelle zu, nennen wir Empathie, zu Liebe, zu was auch immer, die wird komplett abgeschnitten. Wir denken, wir sind ganz tolle Typen denn, weil wir denken aber nicht mehr selber, sondern andere denken, was wir zu denken haben. Und das ist das Interessante ja, wenn ich mir diesen, ich sag's mal ganz hart, auch so die Lemminge angucke, die ihnen irgendwas erzählen wollen da draußen. Naja, die glauben, alle zu wissen. Und aus Wissen wird auf einmal Glauben. Mehr nicht. Sie plappern das nach, was man den Leuten im Fernsehen erzählt, irgendwelche Schreihälse, wo jetzt die
Bundesgesundheitsministerium Milliarden oder Milliarden investiert in Werbung, die hoch und runter in Radio, Fernsehsendern, überall an. Also sie sehen nur noch Impfen, toll, 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 toll. Aber keiner weiß ja warum, wieso. Und dann diskutieren wir, hauen uns die Köpfe ein, was Schwachsinn ist. Im Freundesbekanntenkreis, du impfen, du nicht impfen, ist völlig egal. Es geht darum, was passiert, deswegen dieser Mega-Vortrag, in unserem Körper detailliert. Und liebe Leute, diese Impfung, nochmals, das ist eine Hochzeit auf Lebenszeiten. Da kann ich nicht einfach sagen, oh, jetzt will ich doch nicht mal, jetzt mal meine Leber rein, Junge. Oh. Geht nicht, das ist nicht machbar. Jetzt entgifte ich meinen Körper. Das bleibt immer drin. Ist umgebaut. Und anscheinend wollen die Leute es. Die wollen es anscheinend, muss man fairerweise sagen. Da muss man das so akzeptieren, dass sie selber nicht mehr denken, sondern andere für sie denken. Also ich sag mal, die sagen nicht mal, ich gehe jetzt zur Demo, weil da kommt ein anderer Gedanke, der sagt, nee, guck mal lieber ein paar hübsche Mädels an. Oder Fußball ist ja wieder angesagt am Wochenende. Ja, ist wirklich so, liebe Leute. Ich muss es jetzt nochmal so sagen, muss noch mal ganz doll hier ans Holz klopfen und überall, weil die verstehen die irgendwie nicht. Die denken wirklich noch, ja, lass mich jetzt impfen und dann kann ich nach Mallorca fahren. Oh ja, jetzt Urlaub ist ja wichtig. Wirklich ganz plumpe Nummer. Das doch mal kennen, ich kann ihn verstehen. Die Latte ist so hoch und die meisten, die können sich wirklich im Stehen die Schuhe zubinden, weil der Rückgrat ist einfach nicht da. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Hoffe ich doch, weil im Endeffekt müsstet ihr feststellen, dass alles gesagt worden ist, wie gesagt, vor zweieinhalb, knapp drei Jahren, wo jetzt wieder man um die Ecke kommt, um uns um eine große Märchengeschichte zu erzählen. Und deswegen kann ich nur sagen, erkennen, erwachen, verändern. Wir sind über den Punkt schon hinaus, dass wir es erkannt haben. Erwacht sind wir auch schon mittlerweile. Aber jetzt müssen wir in die Veränderung kommen. Und um die Veränderung zu kommen, ist Wissen das Wichtigste überhaupt. Nicht umsonst sagt man ja, Wissen ist Macht, aber Macht steuert Wissen. Das ist einer der Gründe, warum der Verlag von uns auch immer so hieß. Weil die Macht haben entscheiden, was ihr überhaupt zu wissen bekommt. Und mittlerweile wird mit dem großen Darmstrumpfsieb von Triumph wird durchgegangen durchs Internet, wo alles rausgesiebt wird, was ihr nicht wissen sollt. Und deswegen kann ich nur allen wärmstens empfehlen, ihr wisst jetzt, wo wir jetzt gerade stehen aktuell. Das haben wir uns gerade angeguckt im Video, was, wie ihr sagt, knapp drei Jahre alt ist. Aber wie es ab jetzt weitergeht, steht detailliert bis ins kleinste Detail in dem Buch Das Ende der uns bekannten Welt, wo der von mir sehr geschätzte Ernst Wolf das Vorwort geschrieben hat. Guckt rein, empfiehlt dieses Wissen weiter und freue mich, dass wir uns demnächst wieder sehen in unserem Sendeformat. Bis zur nächsten Sendung, euer Heiko. Sichere dir jetzt eine der letzten Ausgaben der brisanten Neuerscheinung Das Ende der uns bekannten Welt und lerne die geheimen Hintergründe der aktuellen Veränderungen unserer Welt kennen. Mit Kapiteln wie DNA, die hohe Dimension in uns, Genetik, von den Toten auferstehen, Mind Upload, die Digitalisierung der Spezies, der Übermensch, Hitler und der Traum der Knechtschaft und vielen weiteren spannenden Enthüllungen unserer aktuellen Zeit. Dieses Buch ist wahrhafter Sprengstoff, der die Lügen der Machthaber gnadenlos entlarvt und zum selbstständigen Nachdenken anregt. Doch Vorsicht! Die herausfordernden Kapitel eignen sich nur für Menschen, die bereit sind, der Wahrheit ins Auge zu blicken und ihr Weltbild zu hinterfragen.